So, da sind wir dabei. Saints Row 4, Wargate. Was zur Hölle? Was ist... Glaubt ihr echt, das ist eine gute Idee, einen Typ mit einer Maschinenpistole anzugreifen? Maschinengewehr, Entschuldigung. Ich sollte zum Arzt gehen. Was zur Hölle? Ja. Und ich sollte gehen, by the way. Wir schauen uns eine der nächsten Missionen an. Lass uns mal eine Hauptmission wieder machen. Der Boss geht nach Washington. Rette Pierce. Müssen wir darüber. Broken Shalalay. Kinsey, where's Pierce? Shalala, was auch immer. Ich werde den Namen niemals aussprechen können. So spreche ich euch hier an der Stelle. Well, give them to him and let's get Pierce. You haven't heard what the programs are. Ew. Okay. Was genau soll das denn heißen? Jetzt bin ich neugierig. Bam! Oh, hoppla. Bin ich hier voll gegen den Kühlschrank gerannt. Wo haben wir es denn da drüben? Aber mal hinrennen. Aber mal hinrennen. Warum auch nicht? Ein bisschen Flash spielen. I've been researching your friend Pierce. Are you sure you wish to retrieve him? What? What kind of a question is that? Warum nicht? An honest one. Historically, you spend nearly half your time ridiculing him. Yeah, but it's all good fun. Making a man who risks his life for you and what you stand for the butt of your comedy routine is all in good fun? Yes. You're a terrible person. Can you give me the goddamn cipher? Oh. Fucking Saints Flow. I'm saving his life, you know. You don't have to convince me. Just yourself. Drink up. We're talking about this later. Wie Sid mich hasst, Mann. Was zur Hölle? Wir müssen auf jeden Fall Pierce zurückholen. Hallo? Face of the Saints, Pierce Washington was always comfortable in the public's eye. Some may think he's gone soft because of this, but he's always been loyal to the crew, no matter what had to get done. Das ist allerdings wahr. Pierce ist ein guter Mann. Deswegen brauchen wir den wieder. Damn it! Get away from me! Pierce, hang on! Jesus Christ, wurde von Saints Flow verprügelt. Saints Flow? What the fuck is going on here? Boss, am I glad to see... Das war ein Zeichen von Sid. Hold on, this is your greatest fear? Marketing gone bad? Bad? Our own IP is attacking us and you're making jokes? These things are trying to kill me! Or pour you a drink, you ever think of that? Okay, let me stop and ask them if they're just trying to serve me a cold, refreshing drink. Ja, wer weiß. Bist du durstig? Ich bin ultra durstig. Oh shit, come on, we need more guns! Okay. Hey, wait, you took my line. And there's a reason for it! Now move! Was zur Hölle? Okay. Good, more guns! Lass ich dich halt für einen Moment mal kurz Boss sein. Oh, Fucker! Flying Close sein! Das ist die MP. Oh, okay, hier. Jesus Christ. Oh, nice. Ja, schön. Gute Tommy Gun. Ob digital oder in der richtigen Welt, ist perfekt. Wie auch immer. Dankeschön. Aber die Schrotflinte ein. Okay, jetzt muss ich einfach erstmal Waffen sammeln. Gut, das kriege ich hin. Was? Eine Hand? Okay. Hast du Angst vorm Masturbieren oder was ist los? Ah, okay. Komischerweise habe ich hier die komische Shotgun. Die allererste Shotgun. Und nicht meine Upgrade, die ich jetzt von der MP gekriegt. Komisch. Okay, ich krieg random irgendwelche Waffen. Ja, die geben einfach irgendwelche Waffen. Why the hell didn't you lead with that? Because I didn't want them blowing up the crib, okay? Okay, fucking Panzerfaust. Holy shit! Here comes Paul! Paul? You named Paul? Hey man, does it matter? Shoot them rockets at him already! Ja, warte mal, ich hab noch keine. Ihr habt mich ja unterbrochen, während ich mir Raketen holen wollte. I-beams? Seriously? Open wide! Oh, fucker! How you like that, Paul? There's more ammo in the crate over there! Bring his purple ass down! Gotcha! Ich versuch's. Au. Fuck. Das war nicht cool. Oh, Wacker.
Lass mich ganz kurz hier an die Raketen ran. Oh, was ist eigentlich ein Teppich über meinem Pool? Das ist eine Plane, okay. Alles gut. Sieht aus wie ein Teppich. Poolteppich, wer kennt's nicht? Muss ich mir patentieren lassen. Wird ein ganz großer Renner. Ich bin dabei. Kleinen Moment. Hattet ihr hier nicht so einen Steinzeit-Raketenwerfer? Dann, Jesus Christ. Könnte ich die Sache auch ein bisschen schneller hier rumbringen? Oh fuck, okay. Muss ganz kurz mal warten. Sieht gerade nicht gut aus. Wenn ich jetzt getroffen werde, ist alles vorbei. Das wollen wir doch nicht. Alter, der Laser! Die Laseraugen des Todes! Okay, lasst mich erstmal hier zurückgehen. In Scheibe. Oh, holy fuck. Macht das von hier hinten? Bin ich verrückt? Geh nicht davor. Shit. Fucking Saints Flow. Oh, schon wieder. Wie viel braucht Paul denn? Oh, ich glaube, er hat genug. Okay. Was für ein Timing. Okay, das ist noch nicht vorbei, so wie das aussieht. Pierce, you okay up there? Schieß ihm die Balls. Töte die Dosen, töte die Dosen. Achso, kleine Dosen. Hat seine Baby Bros mitgebracht. Schau mal, ich töte deine Kinder. Alter, wie zerreißt es die eigentlich mit der Waffe? Was zur Hölle? Oder sind die Typen, die diese Dosen spielen, einfach nur voll die dürren, fragilen Wesen? Ohne Scheiß, Mann. Was seid ihr eigentlich für Hautständer? Es tut mir fast schon leid. Ist ja wieder eine kleine Schwester zu verprügeln. Ich habe keine Raketen. Ja. Same shit, ich habe immer noch keine Raketen. Super, super. Gibt es hier irgendwo Raketen? Ah. Ja, danke schön. Habe ich gerade einfach die ganze... Jupp, ich habe einfach die ganze Kiste eingesammelt. Warum auch nicht? Jesus Christ. Ach, das war's auch schon wieder. Au, aber wenigstens spawnen die Raketen jetzt relativ schnell, wie es aussieht. Die Frage, sind es vielleicht einfach immer Dosen da und dafür spawnen die Raketen auch immer instant? Das könnte natürlich sein. Okay. Das sind einige Dosen. Oh, ich nehme jetzt mal ganz kurz Zeit für Paul. Okay, ich hab die Treffen. Au, oh, fuck! Oh, Jesus Christ. 10 Dosen gegangraped, was zur Hölle? Hat's euch wenigstens Spaß gemacht, Leute? Sehr gut. Okay. Jetzt mal Ruhe vor Dosen. Yes! Sehr gut. Kinsey, where the fuck have you been? How do you know its name? I've been trying to figure out how to make you large enough to fight that thing. What? Oh, fucking awesome! The big statue on it, okay? And get Paul's attention so he follows you. Get in! We are Paul's fucking not gonna awesome. Stay down. Figured. Kinsey's got a plan though. Kinsey does? Mind filling me in? She says we have to get to the statue. What for? What? You really think she told me? All I know is we have to get Paul to follow. Okay. To follow? She better have something big planned then. You're so afraid of this stuff. Why were you the face of the Saints? Hey, well, the money helps. And who said I was afraid of it? This is like when something you love is trying to kill you, and you just can't stop it. Ah, it's like dating. Exactly. What the hell is Pierce with that helicopter? Wach auf. Will ich ihn in den Mund schießen? Ah ja, er ist wach. Alles gut. Awesome, werde ich jetzt so groß wie der Typ? Oh, fuck, ein Godzilla-Fight. Jesus Christ, Paul, trink weniger. Ernsthaft.
Oh, sie ist schon da. Sehr schön. Soll ich aussteigen? Okay, get inside the statue of Joe Magarak. How, the statue has a name? Seriously, you didn't know that. Joe Magarak? Anything. Okay, Joe. Nope. Mit mir spricht ja keiner, ohne Scheiß. Was zur Hölle? Okay. Werde ich jetzt die Statue, oder steuere ich die Statue von ihm, oder? Pierce, Mann. Deswegen habe ich dich vermisst. Fucking awesome. All right, let's see what old what's his face can do. How about a little label? Come on. Don't forget about the block button. I have a block button? I labeled it for you. I can't read. Okay, I can't read. I can't read. Careful, he's gonna laser eye you again. Laser eye? Fuck, you know what I mean? What the? Laser eye me again. Alles gut, er wird nicht zu seinen Laseraugen greifen, glaub mir. So, do I get to drive that thing next? Keep dreaming. Alter, meine Statue. Geh mal weg. Lass mal finishen. Don't worry, Paul. Öffnen und austrinken. Ja, Mann. Oder auskippen. Time to make a monument. Okay. Yeah, Joe! Woo! Jetzt wissen wir das auch mal. It's just kind of fucked up. You ready to get out of here? Yeah. Can't wait to get back to Earth. Right. I forgot to tell you. Erde, ja. Earth got blown up. What? What? Oh, Pierce, willkommen zu Hause. Also auf diesem kalten, sterilen Raumschiff, das wir unser Zuhause nennen jetzt gerade. Bis wir irgendwann den Mond unterworfen haben. Pierce Washington. Pierce wurde wiederhergestellt und befindet sich nun auf dem Schiff. Besuche ihn, um zu erfahren, wie man es sich gut gehen lässt. Das klingt doch nach einem Plan. Ich glaube, das sollten wir auch gleich machen. Warum ist er, hat er einen Doktor in sich gut gehen lassen, oder? Okay. Oder nicht. Dann sind wir ja auch schon. Hey, Kinsey. Wann bist du denn hier oben? Every store you hack feeds me security data. I can use that data to insert a virus, which will open up a doorway back to the ship. So go hack while I work on the virus. Got it. Okay. Okay. Lass mich mal da reingehen. Kinsey muss auf dem Schiff mit dir reden. Oh, das war eine Mission. Okay. Hoppla, habe ich da spontan aus Versehen einfach mal einen Auftrag durchgeführt? Wie war denn das? Oh ja, kein Scheiß. Mich auf Sorvis Island. Ja, okay, das ist ein Gateway, das wir hier öffnen können. Aber es sind Pierce, mit dem würde ich mal gerne sprechen. Ist er da? Hallo, Pierce. Vielleicht grabe ich dich auch ein bisschen an, mal gucken, was passiert. Ist auch jedes Mal interessant. Okay, hier geht... Nope. Fuck, ich bin nicht Mr. Spock, das ist blöd. Nur Mr. Spock darf durch die Tür durchgehen, so wie es aussieht. Okay, nein. Was kann ich an dem Computer machen? Au, hier kann ich die Audio-Logs abspielen und den Tag... Ah, okay. Gut zu wissen. Ach, schau mal. Clearly, you're too tense and uptight right now. Dr. Pierce orders you to go out and have fun, blowing off some steam. Hey, don't argue. Just go. Suppose you're right. Wie ultra künstlich siehst du denn eigentlich gerade aus? Hast du irgendwie keine Emotionen mehr? Ich flirte dich mal an. Hey, Pierce. What's on your mind? We've had some good times together, haven't we? Hell yeah. Singing, shooting, running the country. Wanna add casual sex to that list? I normally don't swing that way, but fuck it, I'm down. What? Okay. Okay. Das habe ich nicht erwartet. Na, fuck it. Warum auch nicht? Ja. Danach kannst du auch erstmal eine Woche nur noch liegen. So, dann lass mal weitergehen. Was haben wir hier? Matt? Oh, nein. Ach, warum auch nicht? Komm schon. Matt, I've been thinking.
We could all be dead soon, so... Shit, I can't believe I'm saying this. You don't have to die a virgin. Can you call me Nightblade? Are you fucking serious? You still want to have a go? Yeah, what the hell? Oh, dude! Ah, willkommen zu Saints Row 4. Jedes Ende extrem falsch ist irgendwie. Yeah. Nachdem wir das auch abgehakt haben, ihr müsst mir nicht mehr schreiben. Ich hab's getan. Es ist okay. Wir haben es getan und seine Zunge war pelzig wie die einer Katze und ich will nicht drüber reden. Lass uns zurück in die Simulation gehen, bevor ich würgen muss. Jesus Christ. Bitch Pirate to the Rescue! Wo gehen wir als nächstes hin? Lass mal schauen, wo wir erstmal rauskommen. Ich habe zwar gerade die Karte vor mir gehabt, aber gucken wird überbewertet. Was haben wir denn noch Feines? Gibt es noch irgendwas zu befreien? Irgendwas, was wir noch nicht aufgedeckt haben. Da oben haben wir das noch nicht auf. Ach komm, lass uns die Ecke da oben noch kurz aufdecken. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal die Upgrades an, die wir jetzt mittlerweile machen können. Ich habe einiges an... Halt! Halt! Holy fuck! Falsche Taste! Hier. Apropos, wir haben einiges an Bargeld gesammelt. Wie viele sind da schon wieder? 26.000! Holy shit! Ja, so viel dazu. Das können wir dann auch noch verblasen. Nachdem ich da oben war. Mal geschaut, ob was sich da oben noch für Läden verstecken. Ah, fuck. Ich habe auch gesehen, bei der einen Mission, die ich gerade ausgesehen auf dem Schiff mit Kinsey angefangen habe, da habe ich auch schon irgendwie ein oder zwei der Läden gehackt. So, bin da relativ in der Mitte von der Liste. Das ist ganz gut. So kann man aus Versehen schon mal Missionen abschließen. Auch wenn ich hier schon daneben war, von dem her. Volltreffer. Jawohl, so langsam habe ich das mit dem Gleiten doch eigentlich ganz gut drin. Oh shit. Knaller dran vorbei. Ja, fucking Vorführeffekt. So sieht es nämlich aus. Was haben wir da? Oh, Friendly Fire. Warum auch nicht? Lass uns den hacken. Sei der verzieh dich, Mann. Soll ich dein Auto nochmal dappen? Ah, soll ich dir helfen, hier wegzukommen? Geh. Oh, ich hoffe mal, mich krabbelt keiner an, während ich jetzt hier am Hacken bin. So, dass wir ungestört in den Laden reinkommen. Jetzt mal gucken, ich habe hier... Ja, das müsste theoretisch... Jupp, müsste funktionieren. Okay. So, dann lass uns auch einfach mal ins Kräftemenü reingehen. Okay, hier neue Upgrades und Elemente. Telekinese aufladen, Telekinese lädt noch schneller wieder auf. Speziell Panzer und Fahrzeuge hochheben. Erhöht die Reichweite von Würfen mit der Telekinese. Sauge das digitale Leben aus allem, was du in die Finger bekommst. Verleibe es dir ein. Tippe doppelt nach oben, um schnell zwischen Elementen... Achso, ja, das habe ich ja schon. Stimmt, das habe ich nur noch nicht wirklich eingesetzt. Stimmt, das habe ich ja auch noch irgendwo rumliegen. Sollte ich dann vielleicht doch mal das öfter benutzen? Reichweite und Lähmungszeit des Stampfers kostet 10. Ja, komm schon, Reichweite ist immer gut. Je mächtiger, desto besser. Hebe deine Gegner hoch und sperre sie mit dem Starrfeld ein. Nope, das möchte ich jetzt eigentlich nicht haben. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas upgraden? Da, hier, Gleiten braucht weniger Ausdauer. Das ist eine Sache, die ich haben will. Sollte jetzt dann auch eigentlich damit reichen. Ah, hier. Das habe ich mir beim letzten Mal irgendwie doch nicht gekauft. Vielleicht hier noch irgendwie Sprinterhöhung oder so? Nope. Na, nicht. Dann... Halt, 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 halt. Ich habe ja auch noch meine Blasts. Okay, den habe ich ja... So, hier kann ich ihn nur ändern im Prinzip. Ja, aber gerade sagen, die habe ich ja beide. Die muss ich ja nicht kaufen. Blastenergie lädt sich schneller wieder. Wirkungsbereich. Wirkungsbereich ist eine Sache, die ich haben will. Gerade wenn ich gegen diese großen Typen kämpfe, die dann hin und her springen. Ah, das geht mir voll auf den Sack. Ist gut, wenn ich da auch ein bisschen daneben liegen kann und es dann trotzdem noch trifft einigermaßen. Kampf. Beidhändig. Ja, komm schon. Auf jeden Fall. Beidhändige MP. Sonst noch irgendwas? Nee, leider noch nicht. Munition für die MP.
16.000, Jesus Christ. Habe ich einen Esel, der Gold scheißt? Was zur Hölle? 16.000. Okay, ich glaube, das reicht auch erstmal. Und Leute, ich würde sagen, holy shit, zwei Tommy Guns, das ist fucking awesome. Uhuhu. Mayhem. Yep, das war fucking awesome. Schreibt meinen Namen drauf. Ich war hier. Wo muss ich unterschreiben? Jesus, das war schön. Zwei Tommy Guns, das kann ja noch lustig werden. Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns dann eine weitere Hauptmission an und gehen dann nach und nach auch die Loyalitätsmissionen durch, die wir noch im Menü haben. Also momentan zwei. Ich denke mal, da wird sich wahrscheinlich dann immer wieder eine nachschieben. So wie das ausgesehen hat. Also wir haben die mit Nightblade bzw. Matt Miller gemacht und dann kam also direkt die nächste auch hinterher. Deswegen denke ich mal, dass es zwar mehr geben wird, aber wir halt immer nur maximal zwei nicht im Inventar, yeah, sondern eben im Übersichtsscreen, wie auch immer ihr es nennen wollt, haben. Finde ich auch okay, wie gesagt, dass man aber zwei zur Auswahl hat. Und deswegen beende ich jetzt die Folge erstmal als Bitch-Pirat hier oben auf diesem Dach. Und schauen wir mal, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.